Also mein Urgroßvater Walter Junghans hat ist der sozusagen zweitgeborene Sohn und musste sich ein Geschäft suchen. Der Ursprung der Familie kommt aus Königssee bei Ilmenau und er hat sich dann ein neues Betätigungsfeld gesucht, hat einen Café in Ortruf angeboten bekommen, das wollte er aber nicht haben, weil es immer Garnisonsstadt war, das hat ihm nicht so gefallen. Und dann bekam er das Angebot vom Hauptmarkt 42 und das hat er dann 1937 wahrgenommen, hat eine Bäckerei eröffnet. Ist das jetzt die dritte Generation der Thomas? Ich bin der Vierte. Die vierte Der Generation. Vierte, ja, das ist das Problem. Mein Vater wird gerne vergessen. Mein Opa, Uropa Walter Junghans, dann Klaus Junghans, dann kommt wieder Walter Junghans und dann komme ich. Jetzt sage ich, es sind Traum und Familienehre, mit 17 dann aus der Schule raus und einen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, da braucht jeder immer erst mal ein bisschen Zeit, um überhaupt zu wissen, wo er hin will. Hat man noch andere Ideen, aber es ist dann, ich wurde durch meinen Lehrmeister und durch meinen Lehrer in der Schule schon in die Richtung geschoben, weil die wahrscheinlich schon etwas Potenzial erkannt haben, dass da mal was draus werden könnte. Also, der Bäcker und der Konditor sind zwei verschiedene Berufe, die auch beide unterschiedlich ausgebildet werden. Dann der Patissier und der Chocolatier, das gehört eigentlich beides in die Konditorei mit rein. Also diese beiden Berufe gibt es in Deutschland so als Ausbildungsberufe nicht, sondern sie gehören zum Konditor. Der Patissier ist ursprünglich der Konditor in der Hotelküche, der sich um das Dessert, die süßen Sachen kümmert. Und der Chocolatier, naja, das ist halt hauptsächlich Schokoladenverarbeitung, aber alle beiden Bereiche gehören in den Ausbildungsberuf des Konditors mit rein. Also der Bäcker, Brot, Brötchen, Kleingebäck und der Konditor, Kleingebäck, das ist die Überschneidung, und dann Torten, Kuchen, Eis, Desserts, Schokolade, Pralinen. Konditormeister und also ich bin hauptsächlich für die süßen Sachen zuständig. Ohne Süßes geht's nicht. Ich kann zum Beispiel nicht herzhaft frühstücken. Geht nicht. Also als ich in England war, war für mich eine Katastrophe. Jedes Jahr ein großer Streitpunkt. Meine Frau möchte Meer, ich möchte unheimlich gern Berge. Innerhalb Europas, aber großer Traum außerhalb Europas. Aktiv. Fahrradfahren und im Winter Snowboard fahren. Das ändert sich auch manchmal nach den Jahreszeiten. Also so die Weihnachtssachen, was ich selber herstelle oder was wir selber bei uns in der Konditorei herstellen, zu Weihnachten, da gibt es nichts, was drüber geht. Im Sommer natürlich Eis. Sehr gerne. Geht man gerne an der Eistheke vorbei und probiert mal. Wenn es in den herzhaften Bereich geht, ach, Flammkuchen, bin ich schon sehr zu begeistern für sowas. Kännchen draußen? Also Kännchen draußen machen wir nicht. Bei uns gibt es auch eine Tasse draußen. Haben wir einige bei uns im Café manchmal? Ist immer ganz lustig, schon zuzuhören. Ich bin jetzt nicht der große Kaffeeklatscher. Ich trinke übrigens gar keinen Kaffee. Ich bin Teetrinker. Ich verkaufe nur sehr gerne. Ich hoffe, dass Sie es im Zeitrahmen schaffen, den Sie sich selber vorgegeben haben. Es ist sehr anstrengend, laut, staubig, mit Sicherheit nötig. Manche Sachen sind manchmal ein bisschen schwierig zu handeln, auch in Bezug mit dem Geschäft, dass mal irgendwas gemacht wird. Aber ich denke, die Leute geben sich sehr viel Mühe.
Vor allem hervorzuheben ist Carlos, der portugiesische Pflasterer. Also der ist Hut ab vor dem Mann. Was der leistet jeden Tag, absoluten Respekt. Die Pandemie ist natürlich ein großer Brocken, der uns da hingeworfen wurde. Wir haben dadurch natürlich sehr starke Einbußen. Das ganze Kaffeegeschäft 7 Monate zu gewesen. Das ist Wahnsinn, was wir da bewältigen müssen und was wir dann auch wieder irgendwann aufholen müssen. Zukunft des Handwerks definitiv. Also das sieht eigentlich sehr gut aus. Ich finde, es sieht eigentlich, ich kann jeden jungen Menschen, der momentan nicht weiß, was er so richtig machen soll, empfehlen, irgendeinen Handwerksberuf zu erlernen. Es ist egal, es wird alles gebraucht. Elektriker, Fliesenleger, Bäcker, Konditor, es wird alles gebraucht. Sehr wichtig. Großer Rückenhalt, Ideengeber, Ratgeber, Bremser auch manchmal, wenn man etwas zu euphorisch ist mit einigen Dingen, wo man vielleicht doch etwas übers Ziel hinausschießt, aber Familie ist unheimlich wichtig. Ist da, 3 Stück. Ob die mal einsteigen ins Geschäft, die haben noch Zeit, die können sich das, ich will sie nicht zwingen dazu. Sie können sich das aussuchen, was sie wollen, was sie gerne machen möchten. Ich habe mich das letzte Mal richtig geärgert über die Schwierigkeiten in Bezug auf die Pandemie mit den Antragsformularen, die man ausfüllen musste, wenn man irgendwelche Hilfen kriegen musste. Das ist so viel und so kompliziert, dass es wirklich sehr anstrengend war. Da habe ich mich sehr geärgert. Eigentlich ist jeden Tag so ein bisschen Freude, wenn jetzt wieder Kunden kommen und wenn wieder Leute im Café sitzen. Das ist wunderbar. Die Kinder gehen wieder in die Schule, lernen wieder was. Das ist auch wunderbar. Die haben ihre Freunde wieder. Also die sozialen Kontakte werden wieder mehr. Da freut man sich schon drüber.